festen Projektor drauf, weil das ist so eine Art festes Plastik und durchsichtig, sehr schön. So, oben ist eine Plattform, das ist eigentlich die Plattform der Schublade, aber sie ist so stabil gemacht, dass man kann ein Glas Wasser reintun oder zwei und es wird nicht durchbiegen. So, this is also a drawer pyramid und oben nimmt man halt die Hülle runter. Oben ist eine Art Draht an dem Apex, dann kann man es leichter runternehmen wegen dem Glitter. Man möchte ja das nicht kaputt machen, man möchte auch nicht Fingerabdrücke an dem Plastik haben, an den Fenstern, so es soll halt schön bleiben. So, that's a drawer pyramid, which is a large drawer on bottom and you may put the hull on top of it, you may take it off. In the apex area, I have a wire up there because that's a good idea to, it's that way it's easier to lift off the cover because of the glitter, you know, you don't want to touch the glitter because that's going to destroy it. So eventually those lift light effects or when you take a photograph of it with a flash, it will reflect really beautifully on this glitter. So it looks just like diamonds, you know, like diamonds on the sky, you know. And that way also you will not touch the windows, which those windows are of plastic, projection plastic, like in schools, and they have these projectors and they're using specific plastic for this projector, you know, it's a kind of sturdy plastic, and that's the kind of stuff I'm doing it. Now I'm going to take the hull, the top part off, and you see how beautifully the drawer is inside. So jetzt nehme ich die Hülle ab und dann werdet ihr sehen, wie wunderschön eigentlich die Schublade ist. It's very quite complicated sometimes and it takes a lot of time. And even the drawer was quite complicated. Sogar die Schublade war sehr kompliziert zu machen. Weil das ist alles aus Fotokarton. Das muss stabil sein. So this is all photocardboard. This is all Bristol board and it's very stable. So so schön so goldene holographisches Plastikverzierung. Sieht echt schön aus sowas. Später habe ich in solchen Schubladen so Stoffe reingetan, so richtig schön weiche und da kann man Dinge reintun, seine Lieblingsschmuck oder sowas, nicht wahr? So later on I put some other stuff inside of it, like cloth, which is kind of soft, you know, and you may put in there like maybe rings or something, you know. And this is the Reiki Pyramid on the bottom right. Und das ist die Reiki Pyramide unten rechts. Habe ich auch hier in einem dieser Clips irgendwo gesehen, ja, dass ich Morgellons auf meinen Finger hatte, unter dem Fingernagel. So, das war ungefähr 2004, habe ich das entdeckt, also das Datum war 2004, ne? Und hier habe ich solche Beutelchen reingetan, die es damals noch gar nicht nirgendwo zu finden war in Geschäften. Also, als ich das öffentlich gemacht habe in Forums, plötzlich sind die wie Pilze aus dem Boden geschossen, ne? Also überall konnte man auf einmal diese Beutelchen kaufen aus Stoff. So back then, these little bags there, where you, like in the 18th century, they put money in there, right? You couldn't find them at that time, in that time, anywhere in Germany, in any bookstore. But as soon as I've published all my pyramids in forums and showing them how beautiful they are, and if you like to make one, I show you step by step how to do build one, then suddenly they started to squeeze out of the floor like, wow, you know, they all had it, you know. So ich habe auch mal gezeigt, wie man solche Pyramiden, zum Beispiel Schubladen, Feinpyramiden, bastelt. Schritt für Schritt habe ich eine neue Pyramide gebaut, ohne Schablone, weil alle diese Pyramiden haben Schablonen, die ich schnell halt nachbauen kann, eine Pyramide. Und da habe ich ganz frisch angefangen, um auch die Fehler zu machen, die ihr dann auch machen würdet. Weil sonst wäre das ja nicht fair, weil sonst gibt man ja auf das Projekt. Und da habe ich mal eine Pyramide gemacht mit diesen Schubladen mit Weinpyramiden, also wo man Wein reintun könnte. Und diese Pyramide hat ungefähr, ich habe davon 550 Fotos gemacht. So from that pyramid, how to make one, a drawer and wine pyramid, I've made, it took me, no, I've made 550 photographs of it into a forum to show how to make one. Okay, bist du wieder da? Tralala.